Also, herzlich willkommen. Und wir gucken jetzt mal in die Internet. Ah, gucken wir mal jetzt. Ich muss mein Mikrofon mal ganz kurz hinter die Tastatur legen. So ungefähr. Gucken wir mal, wie ist das Ding? Sweet Berry Minecraft. So. Is a food item collected from sweet berries that are to be planted used to grow sweet berries. Ja, okay. Making natural generation, post generation. Resources can be collected from a sweet berry bushes using breaking it. Recharge berries. Tja, und wie grown sie? Sweet berry. Bush grown through four stages after it's planted. The first grown stage is a small bush without any berries become plant. Second stage, product berries. Third, the bush needs to be in light level 9 or greater. Okay, also es muss, also ab, ne, wobei die sind doch in der Sonne und die Sonne hat doch direkt Level 15 oder so, oder? Und beim, genau, bei Bone Meal kann das erhöht werden. Aber okay. The bush can be placed on a one block height space. But it cannot grow on with a full non-transparent block. Ach so, okay, ja, okay. Na gut, ich schicke das mal durch den Übersetzer, mal gucken, ob ich das vielleicht falsch übersetze. Der Busch kann auf einem ein Block hohen Feld platziert werden, aber er kann nicht mit einem transparenten Block. Cool, der macht genauso wenig Sinn, wie das, was ich verstehe. Also er kann nicht auf einem ein Block hohen. Wie, was, das und das und das. Der Sinn von dem Absatz hier erschließt sich mir gerade nicht wirklich. Oh. Okay, Sweet Berry Bushes kann man auch in der Nähe von so Bienennestern hinpacken. Und bei Bienennestern erhöht das deren Honiggehalt dann, was sie halt an Honig produzieren. Lol. Ja, aber ich weiß immer noch nicht genau, warum die jetzt bei uns nicht wachsen. Weil alles, was hier steht, ist bei uns gegeben. Wir haben Licht, wir haben es auch mit Bone Meal probiert. Das haben wir nicht mal angenommen. Placement. Placing Sweet Berries on the grass block. Dirt. That eventually becomes. Was zur Hölle? Also wir können überall draufpacken. Auf dem Grasblock hat bei uns aber nicht funktioniert. Dort haben wir nicht probiert. Was das ist, weiß ich gerade gar nicht. Achso, dieses komische Forest-Zeug da. Course Dirt. Und das haben wir, Farmland. Java Edition Only. Okay, dann müssen wir mal noch mal ein bisschen in-game rumexperimentieren. Mal gucken hier bei den Bildern, was die Bilder sagen. Müssen die Dinger da drüber sein oder ist das gerade einfach nur ein komisches Bild?
Aber hier sind jetzt. Hat Eddie da jetzt gepflanzt oder was? Oder. Guck mal, die sind überall in solchen Dingern. Okay, hab ich das falsch gelesen? Nee, Level 9 oder größer. Das heißt, dass sie zu viel Licht haben, kann auch nicht sein. Ich verstehe. Okay, komm, wir, ich, wir, das, ich, das, ja. Probieren wir einfach mal. Spiel starten. Achso, halt erstmal noch hier Vollbild. Bam. So, okay, jetzt bin ich ja mal, ja, alles andere wächst natürlich wunderbar. Haben wir so eine Fallklappen? Vor allem würde ja voll scheiße aussehen, wenn wir jetzt immer so eine Fallklappen machen müssen. Das erschließt sich mir alles noch nicht so ganz. Warte mal kurz, ich kann mal dazu drücken. So, Holz. Haben wir hier Fallklappen? Haben wir keine. Gut, dann müssen wir jetzt mal welche basteln. Das war ja einfach so hier. Nein. So? Ja. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Bone Meal wird immer noch nicht akzeptiert. Ich suche mal noch welche von diesen Dingern und guck mal, ob wir die einfach so auf dem Gras pflanzen können. Hätten wir mal doch nicht alle aufgefuttert, ne? Scheiße. Vor allem hätten wir mal nicht alle eingepflanzt. Aber gut. Konnte man ja nicht ahnen. Ja, ich dachte, es ist für jedes andere Gemüse, was man einfach pflanzen kann. Und dann wächst das Zeug schon. Irgendwie mal. Aber dem ist wohl nicht so. Was ist der Dreckskacke? Da hinten ist einer. Da ist noch einer. Sehr schön. Oder? Ah, ne, sah bloß so aus. Schade. Wir haben noch ein paar mehr hier. Ich habe hier echt schon alle abgeerntet, die hier so wachsen, ne? Natürlich. Das hier wird doch ja nicht. Na gut, die drei müssen wir erstmal für Experimente herhalten. Hoffentlich reichen sie. Ich meine, so viel gibt es ja nicht. Wir können auf Gras probieren, auf Dirt können wir probieren und ja, mehr haben wir ja gar nicht, wo wir es noch probieren könnten. Oh, Alter. Mein Kopfhörer. Hat mich gerade schon wieder umgebracht hier. Battery low. Dass er mit die, so in, immer ins Ohr brüllen muss. Ey, holy mother. Aber gar, ich habe das Laufen verlernt. Oh, hier ist auch noch eine Höhle. Waren wir hier schon drinne? Nee, scheinbar nicht, weil das ist noch Eisen. Können wir mal gucken später, ob da vielleicht eine. Warum später? Let's go. Fackeln haben wir dabei, ne? Von daher. Oh, oha.
Okay, vielleicht sollten wir doch lieber später reinkommen. Ja. Komm, ganz ehrlich. Kehrtmarsch, ab raus hier. Doch, das ist mir zu heikel. Aber gut zu wissen, dass hier noch tatsächlich noch Höhlen sind, wo wir noch nicht drin waren. Relativ nah an unserer Wohnung. Hier waren wir, glaube ich, schon drinnen, ne? Bei der. Nee, da ist auch noch das ganze Eisen. Waren wir echt überall noch nicht drinnen? What the fuck? Haben wir uns echt da hinten so sehr auf die Höhle da hinten konzentriert, dass wir die ganze hier noch gar nicht abgearbeitet haben? Ob ich behindert bin, habe ich gefragt. So, sind die gewachsen irgendwie? Nee, ne? Nee, gar nicht. Okay. Dann wächst du mal jetzt bitte darauf. Nö. Darauf kann man sie auch nicht platzieren. Man kann sie nur auf dem Zeug hier platzieren. Das gibt's doch ja nicht. Aber warum wachsen die denn nicht? Gut, dann probier ich jetzt nochmal mit dem letzten, den wir haben, diesen komischen Satz da aus, dass sie nur auf einem Block, auf einem hohen Block wachsen können. Meinen die damit vielleicht, dass der Block höher sein muss als die umliegenden Blöcke? Das macht zwar überhaupt keinen Sinn, aber das ist das, was ich grammatisch am ehesten rauskristallisiert bekomme. So. Wenn wir jetzt hier so einen Block haben, ja, der eins höher ist, so zum Beispiel, kann ich hier da drauf nicht pflanzen, nö. Und jetzt? Das ist ja hier auf einem hohen Block. Oh. Jetzt bin ich mal gespannt, ob zuerst das Zeug hier wächst. Oder das Zeug hier wächst, oder der da wächst. Weil. Bitte wie low. Weil der wird ja auch nicht heller, ne? Dunkler meine ich doch. Also der bleibt trocken, weil das Wasser ja hier unten ist. Deswegen, also an sich kann er da oben eigentlich sowieso gar nicht wachsen. Aber vielleicht brauchen die trockenen Sand. Weiß man ja nicht, ja? Vielleicht ist es genau der Grund, weswegen sie auf einem hohen Block sitzen müssen, weil sie halt auf trockenem Boden wachsen müssen. Das kann ja durchaus sein. Weiß man halt nicht. Das würde zwar unsere gesamte Landschaft hier verschandeln, wenn ich hier so einen Block hoch machen muss. Aber gut, das könnte man jetzt zur Not auch noch irgendwie deichseln. Aber noch wächst da überhaupt nichts. Gut, ich mach mal hier die Mogeln. Alter, jetzt kriegen wir hier richtig schön den Arsch voll mit den Dingern. So muss das sein. Yeah. Morim for life. Ich habe keine Ahnung. Einen mache ich mal auf. Vielleicht funktioniert es so. Ich hab keine Ahnung. Ich bin an dem Punkt angekommen, wo ich absolut keinen Plan mehr habe, was diese Dinger von mir wollen. Ja. Nur fürs Protokoll. So, hier ist schon alles fertig. Geil. Ernten wir das ab? Nö. Nee. Auch Baumwolle wird nicht angenommen. Das ist halt das, was mich am ehesten wundert, ja, dass die auch kein Bodenmehl akzeptieren. Normalerweise hier einmal mit Rechtsklick rauf und schon wachsen sie. Aber es funktioniert bei denen hier nicht. Keine Chance. Das ist doch bekloppt. Ich probiere mal etwas, was vielleicht ein bisschen dumm ist. Aber vielleicht müssen sie einzeln stehen. Vielleicht wachsen sie so. Ich habe keine Ahnung. Ernsthaft, ich weiß nicht. Ich will nicht mehr leben.
Wir haben doch hier so ein komisches Hilfemenü, ne? Wo waren das? Da. Ne, das war das. Das war das hier. Blöcke, Grundlagen, Werkzeug und sonstige Gegenstände fortgeschritten ist. Wir gucken mal hier rein. So. Sweet Berries. Dieser Block wird zerstört, wenn ein fallender Block. Dieses Battery Low macht mich gaga, Alter, dass mir das immer so ins Ohr schreit. Dieser Block wird zerstört, wenn ein fallender Block in ihn landet. Klar, dieser Block wird sich als Gegenstand, was? Wird sich als Gegenstand abwerfen, wenn kein kollidierender Block unter ihm liegt. Wasser kann diesen Block fließen und ihn als Gegenstand fallen lassen. Oh, so können wir ihn also abernten. Cool, weil hier ist Stage 0, ne? Das ist geil. Dieser Block leuchtet schwach mit einer Helligkeitsstufe von 1. Dieser Block ist undurchlässig. Dieser Block kann mit jedem Werkzeug sofort abgebaut werden. Nee, das stimmt nicht. Achso, mit jedem Werkzeug. Nö. Nö. Das funktioniert auch nicht. Gut, weiter. Oh, da bin ich, oh Gott. Dieser Block wird nach dem Abbau nichts abwerfen. Ach, ja, gut, heißt nur das abgebaut. Ja, okay, ich schon wieder. Ja, mit abgebaut habe ich auch direkt gleich ge gesetzt, dass es auch was abwirft. Aber ja. Dieser Block ist lichtdurchlässig mit einer geringfügigen Helligkeitsverlust. Sonnenlicht passiert jedoch ohne Verlust. Okay. Zeigbar 1. Kollidiert? Nein. Ja, das ist ja. Ich meine, gut, das ist jetzt die technischen Details zu dem Block als solches. Aber das bringt uns hier ansonsten nicht weit. Kann man hier nicht zurückgehen? Aber das bringt uns an sich ja nicht weiter. Grundlagen. Schleichen, Spiel, Fähigkeiten, Licht, Gruppe, Glissant, Schneider, Gegenstand, Inventar. Blöcke, ja, das ist Blöcke allgemein. Blöcke waren wir gerade. Sonstige Gegenstände. Um dies zu essen, halten die linke und rechts. Ja, sie können dies nicht essen, wenn ihre. Ha ja, sie müssen für etwa 2 Sekunden warten, bevor sie. Ja. Ah, das ist nicht das, was ich gerade suche. Glow Inksack. Oh. Ja gut, hier gerade die Uni sinnvoll ist, nö, für doch nichts. Von daher fortgeschrittenes. Kreativsonst, Relais-Koordinat, Einstellung, Online-Hilfe. Ja, ich habe keine Ich meine, wir könnten höchstens noch in den Quellcode reingucken, aber. Ja, hier passiert genau gar nichts. Das können wir komplett vergessen. Dann würde ich mal sagen, Programm beenden. So. Also. Jetzt seht ihr natürlich wieder nichts. Ungefähr so. So, Games. Mein Klon 5 Mods
Das müsste ja Item sein. Und jetzt Bombe, Kekka. Farming. Ja. Nice. So, Farming Sheet Babys, Boy, spielen hier, bla bla bla, dies, das, Ananas. Register Craft Item brauchen wir nicht. Register Decoration. Die haben gar keine ABM. Die funktionieren noch gar nicht. Ja, hier bei Wii zum Beispiel. Achso, so. Bei Wii zum Beispiel. Register Craft Item. Ach, die machen diese gar nicht mit Register ABM. Man kann ja auch diesen Active Block Modifier benutzen dafür. Aber der auch scheinbar hier einfach als Funktion, die regelmäßig aufgerufen wird. Hier. Ah, ne, halt, hier. Die wird einfach so laufen gelassen. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Aber genau, das ist halt genau das Ding, ne? Oh, das ist das. Muss man jetzt kurz gucken, was das hier ist. Nee, das scheint es nicht zu sein. Ach so, hier werden die verschiedenen Stages nur initialisiert. Ah, okay. Mein Fehler. Das ist also nicht der ABM. Also, ich meine, ist ja sowieso nicht, aber es ist auch keine Funktion, die so regelmäßig aufgerufen wird. Wo ist denn hier dieser ABM? Add Plant, bla bla bla. Craft Item, Craft, 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 Craft. Booyah! Die haben ja auch keine ABM. What? Werden die ABMs sind woanders registriert? Kann das sein? Ist das möglich? Inner Balloon Mod Potatoes Shared Functions ist Get Average for Light Level, Add Plants, Grow Plants, MCF Farming. MCF Farming Place Seed. Okay, hier haben wir schon mal diese Seed-Funktion. Item Stack, Placer Point. Ach, die machen das so. Ja gut. Da muss ich jetzt mal ganz kurz hier gucken. Wie wird diese Funktion aufgerufen? Wer registriert diese Seed-Funktion? Hier, da haben wir dieses ABM. Okay, jetzt mal gucken. Nee, das ist was anderes. Ich habe keine Ahnung.
Das muss ja hier aber irgendwo definiert sein. Hier werden die verschiedenen Level definiert. Hier werden die entsprechenden Nodes registriert, genau, mit den entsprechenden Stages. Das ist hier soweit klar. Hier hast du den Hilfetext und die ganzen anderen Parameter dazu. Das ist auch völlig klar. Die Inventar-Items, das ist auch soweit klar. Die ist das Ananas. Blast Resistance, okay. Hier werden die Alias registriert. Okay, das ist auch soweit klar. Aber hier wird nichts Aktives registriert. Das heißt, hier, ne, ist an der Stelle noch nichts, was lebt, sag ich jetzt mal. So, gucken wir mal hier. Farming, Sweet Berries. Das sind die Dinger, die fertig gewachsen sind. Ah, kurz. On Place. Function, Item Stack, Placer, Point Things. Ah. Local New MCL Farming Seed. Place Seed. Item Stack. Placer Point. Okay, das heißt, wir müssen uns erstmal diese Funktion hier angucken. Die ist wieder bei dieser anderen Sache mit drin gewesen. Hier bei diesen Shared Functions. Genau, und wenn er bereits ein Item ist, dann wird es halt nicht gesetzt, sondern gegessen. Das wollen wir nicht. So, hier haben wir wieder nur bloß ein Alias. Und hier haben wir das, dass das Zeug halt automatisch wächst. Also durch die Map-Gen generiert wird. Das brauchen wir also nicht. Das heißt, das Einzige, wo was sein könnte, ist das hier. Place Seed. Das gibt's doch gar nicht. So, Place Seed, Add Plant, Grow Plants. Place Seed. So, Plant Name. Wo wird dieser aufgelöst? Soundplay. Meint das gilt das Plant Name? Da, da, da. Registered Node. Ansonsten nirgendwo. Okay, das heißt, eine spezielle Handhabe für verschiedene Items gibt es hier scheinbar nicht. Muss also was Allgemeines sein. Da guckt er, wo er vorher drauf zeigt. Use Pointers Node und Right Click Function First. Present. Get Node, Player Control, Sneaks in. Mantis Register Node. Ah, okay. Right Click then. Achso, das sorgt dafür, dass wenn man damit zum Beispiel auf eine Kiste raufklickt, dass dann die Kiste trotzdem aufgeht. Und man das Ding nicht auf der Kiste platziert oder sowas. Ne, das ist also auch soweit klar. Farmland. Place Node. Das alles nur erstmal zum Platzieren. Aber an der Stelle wird auch nirgendwo ein ABM aktiviert. Kann er nichts. Haben die etwa echt kein ABM bei den Dingern? Aber wo werden denn die anderen ABMs aktiviert? Die mit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Haben die ein ABM? Irgendwo muss ein ABM drin sein. Status, ja. Okay, da schon mal nicht. Was macht dieser ABM? Farming Plants, guck mal. Ach, die machen das darüber. Okay, das heißt, der ABM läuft gar nicht auf die Seeds als solches, sondern der ABM wird für diesen feuchten Boden aufgerufen. Und der guckt dann, was auf ihm wächst. Gut, dann müssen wir natürlich hier drauf gucken, auf die Funktion. Okay. Oh, die ist aber ja schon umfangreich hier. Oh. Jetzt habe ich ein bisschen Angst.
Okay, also die wird für jeden feuchten Block aufgerufen. Da wird geguckt, was wir Licht, Interval Counter, Plant Info Chance. Wo kommen diese Informationen her? Plant List, Identifier. Jetzt kann man natürlich gucken. Wie ist das Ding? Wir suchen nach dem Schlüsselwort. Okay. Wird nicht gesetzt, scheinbar. Wird er denn überhaupt von irgendwas gesetzt? Weil ich meine, zur Not, wenn er nicht gesetzt wird, dann wird er hier auch automatisch übernommen, ne? Ach nee, wird er nicht. Ey, jetzt bin ich verwirrt. Okay, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Gut, okay, lassen wir. Ne, da blicke ich gerade, dass mir das zu viel Gedenke. Wir betrachten es ganz einfach als gegeben. Wenn ihr irgendwie wisst, warum das nicht wächst und wie das wächst, was ich dafür tun muss, ne, einfach gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht komisch, sehr komisch. Ich habe offen gesagt keinen Plan. So gar keinen Plan. Von daher, ja, soll es das mit der Folge auch erstmal da gewesen sein. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Mal gucken, was ich denn morgen aufnehme. Wieder ein bisschen ETS. Oder mal ATS. Nee, ATS ist blöd. Also ETS 2, ne? Also Euro Truck Simulator 2. Oder vielleicht wieder noch ein bisschen Mindtest. Wobei, nee, bei dem Mindtest, da warte ich am besten erstmal, bis die Folgen dann irgendwann raus sind. Also öffentlich. Damit ich dann da mal in die Kommentare gucken kann, ob ihr wisst, woran das liegt, dass die Pflanzen nicht wachsen. Also diese Beeren. Ja. Mal gucken. Auf jeden Fall. Bis dann.